What the hell? Hallo Leute, willkommen auf Tigemann und willkommen zu einem neuen Let's Play Luigi's Mansion 2 HD. Ah, geil. Ich freue mich schon. Zuerst irgendwie, ich glaube, es war 2013 oder 12, wo ich das gespielt habe. Wann kam das Spiel raus? Ich glaube, 2012. Habe es einmal kurz gespielt. Für ein paar Stunden und das war's. Deswegen ist das jetzt wieder ein Blind-LP. Ich weiß gar nichts mehr über das Spiel. Außer, dass Luigi hier der Main-Character ist. Luigi! Ich brauche deine Hilfe, wir haben einen Unfall! Unfall? Notfall! Die Geister spielen verrückt! Sitzt du beim Fernseher immer auf dem Boden? Wer macht's nicht? Also ich mach das. Ich hole dich schnell zu mir, lass mich den Foxel Porter starten! Nicht bewegen, ja? Beam mich hoch, Scotty! Geil! Und Abflug! Luigi will einfach ganz entspannen hier, so dies, das. Und auf einmal wird er zu Minecraft. Oder hier Klemmbausteine. Ohne Klemm. Wisst ihr, was ich sagen will? Die Story ist sehr interessant. Aber mal gucken, nicht, dass jetzt noch Dialog kommt. Aber das ist seine Basis. Die Basis von Professor Igitt. Und der ist sehr creepy. Da bist du ja, Luigi. So sieht man dich wieder. Du siehst etwas nervös aus. Geradezu verschreckt. Keine Angst. Hier in meinem Unterschlupf kann uns kein Geist etwas anhaben. Ach, ist das schon lange her. Alles klar bei dir? Du gehst sicher immer noch mit deinem verwegenen Bruder auf wilde Wagnisse, richtig? Ich find's halt einfach nur krass, wie Professor Igitt einfach noch lebt. Das ist nicht verreckt ist. Schaut mal, wie alt ist er schon. Ich hingegen befasse mich nach wie vor mit allerlei Spuk und Schreck und Geistereien. Dank unseres Abenteuers damals bin ich glatt zu einer Koryphäe auf dem Gebiet geworden. Doch genug geplaudert, ich habe dich nämlich nicht zum Spaß zu mir eingeladen. Ja, okay. Sieh mal, da auf dem Bildschirm. Das, mein Lieber, ist der sogenannte Finstermond. Seine rätselhafte Aura lässt alle Geister im Nachtschattental zahm und friedlich werden. Natürlich war ich sofort hin und weg und auf und davon, um dieses kuriose Phänomen zu studieren. Und meine Forschung verlief glänzend. Ich sah mich schon überhäuft mit Preisen. Doch plötzlich drehten die Geister völlig durch. Sie fuhren geradezu aus dem Nacken, ungefragt. Das war ein Schreck, sage ich dir. Ich musste aus der Gruselvilla hierher fliehen, um mich zu retten. Das hier ist nämlich sowas wie ein kleines Befehllabor von mir. Für Notfälle, weißt du? Nicht für Unfälle? Okay. Auf jeden Fall habe ich mich nun hier eingerichtet und bin schon kräftig am Forschen. Und Potzdonner, weißt du was? Der Finstermond, er ist spurlos vom Himmel verschwunden. Und zu einem Überfluss ist das ganze Nachtschattental nun in dichten Nebel gehüllt. Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Laut meinen Messungen ist das Verschwinden des Finstermonds der Grund des Schlamassels, wie wir es gesehen haben, ja. Wenn wir uns nicht sputen, dann verlassen die Geister noch das Tal und spuken anderswo weiter. Was wird denn dann aus meiner Forschung? Nee, das darf nicht passieren, oder Luigi? Doch zum Glück weiß ich schon genau, wo wir anfangen müssen. Warte, ich zeig dir was.
Bitte, verwandle mich jetzt nicht wieder in Blöcke. Das wäre cool. Dies, mein Bester, ist ein Stück des Finstermonds. Famos, oder? Famos? Ist das ein deutsches Wort? Und abgesehen von der Tatsache, dass der Finstermond zersprungen ist, meine ich, siehst du die unheimliche Energie, die um es herum leuchtet und knistert? Nein, ich sehe es nicht. Diese Energie lässt die geisterbezähmende Aura des Mondes erlöschen. Daher habe ich sogleich eine topmoderne, hochentwickelte Reinigungsmaschine erbaut. Und zur Feier deiner Ankunft werde ich sie nun einweihen. Dann mal Daumen drücken. Okay. What the fuck? Jetzt putzt er es einfach. Oh. Also der Mond ist zersprungen. Wir wissen ja wieso, aber Luigi jetzt in dem Fall weiß es halt nicht. Er hat es jetzt eingesammelt, er hat es irgendwo gefunden. Und nach dem Putzen ist irgendwie die Energie, ich weiß nicht, rein geworden. Und irgendwie sind dann die ganzen Nebeln verschwunden. Das heißt, wir müssen wohl alle Mondteile sammeln. Es ist vollbracht, Luigi. Das Mondfragment hat seine ursprüngliche Kraft wieder. Nanu? Nani? Hast du gerade auch ein geisterhaftes Wabern und Wallen vernommen? Aha. Phänomenal. Der dichte Nebel vor meinem Unterschlupf. Er ist spurlos verschwunden. Schnell, schauen wir uns mal die Karte des Nachtschattentals an. Okay, machen wir mal. Also das hier ist die Overworld, oder was? Drücke A. Ich kann es überspringen, aber mach mal nicht. Wunderbar, nun sollten wir die Gruselvilla erreichen können. Wenn wir den Finstermond also wieder zusammenfügen, sind alle unsere Probleme gelöst. Dann wird sich nicht nur der Nebel im ganzen Tal lichten, auch die Geister werden wieder freundlich. Aber ach, bis dahin musst du sie leider vorerst aus dem Verkehr ziehen. Jawohl, du Luigi. So gut wie du kennt sich nämlich keiner mit dem Geisterjagen aus. Zumindest keiner, den ich kenne. Die Sache ist nicht ungefährlich. Ich würde sie zwischen riskant und völlig kopflos ansiedeln. Aber du wirst einem alten Freund doch keinen Wunsch abschlagen, oder? Bitte hilf mir dabei, den Finstermond zusammenzufügen. Tu es der alten Zeiten wegen. Luigi, absolut kein Bock. Kann ich nachvollziehen. So, Schreckweg 0915. Ich glaube, auf dem Gamecube hieß es Schreckweg 0816. War das so? Ich weiß es gerade nicht. Um den Finstermond wieder zusammenzufügen, benötigen wir eine Erfindung von mir. Ich ließ sie bei meinem eiligen Aufbruch in der Villa zurück. Das heißt, wir müssen erstmal dieses Ding sammeln. Bin ich mal gespannt. Na, wer wird denn gleich vor ein paar müden Geistern bibbern? Nun, ich gebe ja zu, es sind eher Hunderte statt nur ein paar. Und wohl auch mehr Rüde als müde. Aber wir schaffen das schon. Mit meinem Grips und deiner... die Sache wird wohl nicht so einfach wie erwartet. Aber es hilft nichts. Der Finstermond muss wieder leuchten. Und das schaffen wir nur mit der richtigen Ausrüstung. Leider befindet sich mein neuer Schreckwerk 0915 noch in der Gruselvilla. Aber nun, da sich der vermaledeite Nebel verzogen hat, kannst du ihn dir einfach dort schnappen. Tun wir es dann. Oh, was hat der? Ein DS, Alter! Lol, die Lautsprecher, wie geil ist das denn? Einfach, ihr geht vor. Voila, elegant, oder? Dieses von mir persönlich erdachte DS-System hilft dir dabei, dich in der Gruselvilla zurechtzufinden. Und mehr noch, es funktioniert sogar als Fernsprecheinrichtung. So bleiben wir in Kontakt. Na dann. Ich find's schon geil, dass sie es so eingebaut haben. Und weil dort nicht gerade die Mittagssonne scheint, nimm lieber die Taschenlampe mit. Okidoki. Fein, dann wollen wir das DS-System mal ausprobieren. Gut. Digga, was ist das für eine geile Musik? Und der Controller vibriert einfach. Okay. Boah, die Musik, Junge, so geil. Jetzt erinnere ich mich. Die Musik war so geil, dass ich es als Kind einfach mal so manchmal eine Minute lang laufen lassen habe. Weil es einfach so geil war. Gut, dann markiere ich umgehend einen wichtigen Raum für dich. Ah, Erdgeschoss. Okay, da müssen wir hin. Okay. Hier siehst du die Garage. Genau dort solltest du den Schreckwerk 0915 finden. Alles Paletti, mein Lieber. Alle Klarheiten beseitigt. Dann transportiere dich jetzt zur Gruselvilla.
mit meinem niegelnagelneuen Axel Porter. Okay. Damit gelangst du überall hin. Und zwar in handlichen Bitblöckchen. Foxy für Foxy sozusagen. Okay, what the fuck. Hoffentlich verfoxe ich mich diesmal nicht. Lül. Dann halte mal deine Kappe fest. Mit beiden Händen, wenn ich bitten darf. Okay. What the fuck. Erstmal, HD ist hier wirklich HD. Wer hätte das gedacht? Aber es sieht sehr gut aus. Ich hab zwar keine Ahnung mehr, wie die 3DS-Version ausgesehen hat. Und ich weiß auch nicht, ob es hier jetzt irgendwelche krassen Easter Eggs gibt von dem... Ja, wie soll ich sagen? Die Switch-Version hat vielleicht andere Easter Eggs wie die 3DS-Version. Oder vielleicht ist es genau 1:1 das gleiche. Ich weiß nicht, ob der 3DS genau diesen DS-System hatte. Ich weiß nicht. Kann sein, dass es ein Game Boy Advance-System gab auf dem 3DS-Teil. Ich weiß es nicht, das könnt ihr mir ja sagen. Ich habe absolut keine Ahnung, deswegen ich bin auch für das ganze LP auf eure Hilfe angewiesen. Deswegen, bitte, wenn ich was übersehen habe, ich will das auch natürlich zu 100% spielen. Ah, okay, oh, what the fuck. Okay, das ist hässlich, kann ich das ändern? Oh mein Gott, okay, Bewegungssteuerung, das... Vor allem mein Controller hat ja ein Akkuproblem, ich muss ja mit Kabel spielen. Und ich glaube, das wird sehr eklig. Auf jeden Fall, absolut keine Ahnung mehr über das Spiel. Das glaube ich, habe ich schon mehrmals gesagt. Heißt, ja. Manchmal werde ich etwas länger brauchen als vielleicht andere. Es gibt welche, die lieben Luigi's Mansion 2 über alles. Und ja, ich bin halt so, ja, ich habe es damals, das heißt nicht, also nicht gemocht, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es halt einfach nicht so gefeiert. Moin moin. Oh, ich finde die HD-Grafik immens geil hier. Also richtig... Gut gemacht, Nintendo. Luigi, bitte komm, Luigi. Hörst du mich? Etwas schärfer stellen. Etwas weiter weg. Ah, jetzt geht's. Ich fürchte schon, der Akku deines Gesetzsystems sei am Schwächeln. Aber wenn man die Helligkeit runterdreht, geht's ein wenig besser. Ah. Ich glaube, das ist jetzt wirklich auch mal eine Erklärung für die 3DS-Spieler gewesen. So, ey, yo, falls dein 3DS irgendwie scheiße ist mit dem Akku, dann dreh mal die Helligkeit runter. Das ist nice. Aber hier auf der Switch. Ja, doch, wenn man auf dem Handheld spielt, dann macht man gut. Hast du etwa Angst? Schnickschnack! Zaghaftes Herumschleichen bringt uns nicht weiter. Drücke beim Gehen B, um zu rennen. Okay. Yo, what the fuck? Digga, der läuft ja so, wie wenn er auf, keine Ahnung, auf Crack wäre. Was zur Hölle, Leute? What the fuck, Luigi? Was ist mit dir? What the fuck, Alter? Kein Wunder, dass du immer ausrutscht. Wenn hier irgendwo Eis ist, der fällt direkt auf den Kopf. Was ist das denn? Ja, ich erinnere mich nur, dass der Schreckwerk 0915 in der Garage ist. Das weiß ich noch. Ich meine, auch bevor ich die Textbox gelesen habe. Und das war's schon. Ich bin mal echt gespannt, wie es wird. Ich freue mich schon auf dieses LP. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und, boah, okay. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Grafik so viel besser wäre. Also, es ist ja wirklich, wirklich schön. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Kann sein, dass ich das einsaugen kann irgendwann. Kann ich hier reingucken? Ja, kann ich. Moin! Wie nice! Okay. Okay, jetzt machen sie Scheiße. Ich muss schon sagen, ist echt süß. Was ich schon mal nicht gefeiert habe damals, war tatsächlich die Steuerung. By the way, sie haben jetzt irgendeine Lampe mitgenommen, also Glühlampe. Kann gut sein, dass wir sie einsammeln müssen. Hier war nichts. Okay, da gehen wir mal rein. Nun, wir kommen nicht rein. Oh. Ey, 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 du ein Sohn. Gib mal her. Wie Luigi ist gerade einfach so drauf geguckt hat und erstmal 2 Minuten lang nicht reagiert hat. So richtig so Standby-Modus. Geil. Ey, komm mal her, du Arschloch. Nein, 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 nein. Du kommst jetzt schön her hier. Du kommst jetzt schön her. Okay, geil. Der kann sich verpissen. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. So. Ich weiß nicht, was auch zu den 100% zählt. Hoffen wir einfach mal, dass es irgendwie klappt. So, jetzt machen wir mal die Tür auf. Gucken wir mal, was da drin ist. In dieser Gruselvilla. Hallo? Moin. Was ich richtig geil finde, Luigi ist halt wirklich in dieser Angsthasen-Geister-Jäger- Modus. Also ich weiß nicht, Nintendo hat da wirklich etwas erschaffen, so einen Charakter erschaffen, der irgendwie perfekt dazu passt, also charakterlich gesehen und so weiter.
Ich glaube, für den GameCube hatten sie nicht so viel Ahnung, so, was, wie sie, vor GameCube, so, okay, was soll Luigi jetzt sein? Was ist das jetzt für ein Charakter? Und da haben sie eben Luigi's Mansion 1 rausgebracht und ich muss sagen, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. So, wir müssen erstmal hier hin. Warte, kann ich hier was machen? Nö, okay, wir gehen jetzt hier rein. Digga, Tobi, halt doch mal die Fresse. Jetzt nehme ich einmal auf und dann schreibst du mich an. So. Was ist hier drin? Okay, Geld. What the hell? Okay, krass. Nice. Okay, was ist hier? Aha, okay. Ja, hier. Aber hier sieht man direkt wieder, Alter. Ich habe, by the way, Luigi's Mansion 3 noch nie gespielt. Das heißt, irgendwann kommt das vielleicht als OP. So, ich muss erstmal hier. Also, die sind jetzt da. Oh, warte. Nee, okay, gut. Kann ich hier aufmachen? Ja. Aha, hier ist er. Ja, nice. Geile Scheiße. Digga, sie haben Luigi so witzig gemacht. So ein Tollpatsch. Ich feiere das so krass. So, durchsuche die Garage. Habe ich gemacht. Yellow. Superb. Das hätten wir ja. Gut gemacht, Luigi. Dies ist der neue Schreckwerk 015. Saugstärker denn je. Und kinderleicht zu bedienen. Halte einfach ZR, um zu saugen. Bevor du die Geister das Fürchten lehrst, probier ihn doch erstmal aus. In der Garage liegt sicherlich allerlei Unrat und Kehricht. Der ideale Feldversuch. Gut, diesmal werden wir nicht einfach teleportiert wie in Luigi's Mansion 1 in irgendein Trainingslager. Nein. Okay, ich kann auch mit dem rechten Stick so lenken. Okay, gut. Also von der Steuerung her hat sich nichts verändert. Würde ich mal sagen. Okay, Schlüssel, Dankeschön. Sehr lieb. So. Digga, du wirst mich jetzt nicht ganz halt nerven. Und Leute, oben ist Geld. Na, wie läuft's mit dem Schreckwerk 015? Tolles Ding, nicht wahr? Geisterjagen ist damit ein Riesenspaß, das verspreche ich dir. Eigentlich sollten ja ein paar in der Nähe sein, aber ja, kannst du ja suchen, so. Ach, und wenn du nicht weiter weißt, ruf mit Plus mal das Pausenmenü auf und lies dir durch, wie man spielt. Lol. Ihr jungen Leute probiert zwar lieber alles einfach aus, aber die Theorie zu kennen ist sehr wichtig, glaub mir. Bevor ich das mache, erstmal Geld. Hat das hier ein bisschen Auto-Aim? Hat das Auto-Aim? Weiß gerade nicht, ob es direkt dahin lenkt, wo zum Beispiel jetzt Geld ist. So automatisch. Weiß ich jetzt nicht, aber egal. So, wir saugen erstmal das hier auf. Und dann drücken wir auf Plus, um zu schauen, was man da eigentlich noch sehen kann. So, erstmal saugen wir das noch auf. So, okay. Was ist denn hier? Also, wir haben jetzt hier das Pausenmenü. Weiter, Mission neu starten, Zoom-Unterschlupf, Steuerung und wie man spielt. Ja, warte, was ist das hier? Wirrwarrturm. Was ist das denn? Bis ganz nach oben. In diesem albtraummatigen Turm erwarten dich und deine mutigen Mitarbeiter. Warte. Ah! Stimmt, es gibt einen Online-Modus. Oh, das habe ich auch in 3DS gerne gespielt. Okay, das war geil. So, bevor ich mich noch weiter spoilern lasse. Ich finde das nur geil. Ich weiß, es ist für die neuen Spieler, ne? Da draußen. Aber eigentlich, Luigi und Professor Egid kennen sich. Und trotzdem erklärt Professor Egid, wie man Geister einsammelt. So, eigentlich sollte ich das wissen, aber egal. So, das können wir auch einsammeln. Was ich schade finde, es ist nicht so wie auf dem GameCube. Und das ist da eine der Hauptgründe, warum ich das Spiel nicht mochte. Weil literally das Einsaugen ist eine der Hauptfeatures in dem Game. Man macht ja gefühlt nichts anderes. Man läuft rum und dann saugt man ein. Das ist halt ein wichtiges Feature. Und das habe ich damals halt nicht so geil gefühlt. Nicht so geil gefühlt, ihr wisst, was ich meine. So auf dem GameCube war das richtig so, du hast das Gefühl, ja man, du saugst richtig, richtig krass. Und hier ist einfach nur, ja, du wartest und drückst du A. Wisst ihr? Und deswegen habe ich das ja, damals, zumindest als Kind, nicht so sehr gemocht. Mal gucken, wie ich es jetzt finden werde. Schaut mal, ich kann es einfach, oh, A. A. Keine Ahnung, vielleicht, wenn man Geister einsammelt, ist es besser. Boah, das mit dem Saugen, da muss ich ja wirklich üben, also... Boah, was ist das für eine ekelhafte Bewegungssteuerung. Ich weiß nicht, ob es wegen meinem Controller liegt, aber manchmal resettet der sich einfach beim Saugen, obwohl ich das gar nicht will. Digga, ich bewege meinen Controller nicht mal. Ich bewege ihn ja nicht mal. Oh. Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Übrigens, ich kann auch ZL drücken, um zu pusten. Warum? Ja, werden wir noch sehen.
Okay, hier ist Geld und hinter mir sind, by the way, Geister. Ja, ich weiß, aber eine Sekunde. Ich glaube, das Geld, wenn wir... Oh, da ist ein Schlüssel. Lol, das habe ich ja gar nicht gesehen. Komm her. Hey, jawohl. Geile Scheiße, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Oh, hier, ja, moin, okay. Nein, nein, verpiss dich. Digga, was war das denn jetzt? Was ist das? Hallo? 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 Komm ich hier rein? Okay, da halt nicht. So, was ist hier? Moin, moin. Ich habe einen Hund gesehen. Oh, schau mal, ein fetter Hund. Oh. Oh, what the fuck? Ja, moin, der hat einfach ein fucking, Kristall oder so. Hallo? Ich glaube, ich bin. Oh. Na, hat er verschissen. Aber gut zu wissen, da ist nämlich was. Okay, mach direkt dahin. Kann man hier noch was gucken? Nö. Okay, gehen wir mal durch die Tür. So. Und dann schauen wir mal, was hier mal los ist. Mhm, okay. Ich glaube, der eine Schlüssel ist für den Garten, oder? Kann das sein? Oh nein, Geister. Aha, da ist es ja. Ich finde die Geister aber schon sehr witzig, muss ich schon sagen. Das ist schon sehr toll. Okay, Luigi, alles gut. Alles gut, du hast das schon alles gemacht. Was ist dein Problem? Digga, what the fuck? Jetzt hab ich halt wirklich ein bisschen gezuckt, Alter. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Auf einmal, Horror-Game. Okay, ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht irgendwas ist. Natürlich, das kostet Zeit, wenn ich hier alles sauge und gucke, aber... Ne? In Secret zu übersehen ist halt scheiße, ne? Ich glaube, hier ist gar nicht... Oh, lol. Erstmal schon 20 KP verloren. Nice, Francesco, nice. Was ist hier? Wieso ist jetzt hier... Hallo, kann ich denn hier nicht reinspringen? Nein? Okay, komm. Dann gehen wir mal weiter. Uiuiui. Okay, mach mal auf hier. Okay, dafür haben wir den Schlüssel. Hier können wir einfach überspringen. Das werde ich ab sofort auch machen. So. Hallo. Aha. Ja, 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 die sind so witzig. Haha, lol, 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 lol. Ja, Hurensohn. Ja, verpisst euch lieber. Sonst sauge ich euch ein. Ja, schon, schon. So. Was zur Hölle ist das? Ist das nicht dieser... Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. War das für die Scheinwerfer für das Auto? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir Wasser. Okay. Ist hier was drin? Nein. Hier kann man saugen. Ist hier was drin? Hallo? Nein. Okay, ist hier... das habe ich schon gemacht, ne? Nee. Okay. Was kann man hier machen? Geil. So, da gehen wir noch nicht rein. Da brauchen wir sowieso ein Schloss. Also eine Tür. Also, oh, Schlüssel. So. Okay, kann man das hier einsaugen? Oh, tatsächlich. Lol. Okay, warte. Geld. 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 Hallo. Hallo. Und wie kriege ich das Geld jetzt? Ach, scheiß drauf. Oh, Dr. Igitt. Professor Igitt, wie auch immer. Luigi, siehst du den runden grünen Apparat dort rechts an der Wand? Das ist ein Türschloss. Aktiviere es einfach, indem du es mit dem Strob... Was? Alle Wetter. Okay. Ich war jetzt sehr verwirrt von dem Satzbau. Ich war so, hä, was? Deinem Schreckweg 115 fehlt ja der Stroboblitz. So kriegst du die Tür nie und nimmer auf. Der Stroboblitz ist klein und grün und kugelig. Die Geister haben ihn sicher versteckt. Hm, okay, interessant. Ich kann nicht weit weg sein, such ihn. Wo ist er denn wohl? Finde den Stroboblitz, Alter. Blitz. Ich glaube aber auch. Ah, hier ist noch ein Safe. Und da ist ein fucking Aquarium. What the hell? Hallo? Oh, lol! Da ist ein Stern. Der deinen Namen trägt. So. Was ist hier? Okay, hier ist ein... Pharao oder so. Gut. Einfach. Oh! Okay, ich glaube, ich muss schnell sein. Kann das sein? Warte. Jetzt lauf. Du Arschloch. Lauf! Ja, okay. Nicht, dass es auf einmal wieder hochgeht, aus dem Grund. Jawohl. Gut, Luigi. Nice. Und jetzt einfach reinmachen, oder wie? Ja. Pff.
Also noch offensichtlicher geht's nicht. Einfach da reinpacken. Oh, lol. Das ging schnell. Plug and play. Wie einfach. Luigi, pass auf. Geil. Spaß. Und der fuckt er mich wieder ab. Ich glaube, das ist der neue Navi, ohne Witz. Hey, listen! Hola, mein Lieber! Amigo, vorsichtig mit der Blitzerei! Der Stroboblitz ist kein Spielzeug, sondern unabdingbare Hilfe. Mit ihm kannst du zum Beispiel Türen mit grünen Sensoren dran öffnen. Du musst nur zielen und kurz A gedrückt halten. Okay. Machen wir im nächsten Part. Ich glaube, für den ersten Part war das schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses LP. Ich freue mich tatsächlich sehr. Mal gucken, ob ich das Spiel mögen werde. Ich meine, es ist über 10 Jahre her oder so, wo ich das Spiel gespielt habe. Also, ja. Also, bis jetzt gefällt es mir schon mal vom Design her sehr, sehr gut. Von der Grafik und alles. Und ja. Wie gesagt, gerne einen Kommentar schreiben, wenn ich jetzt schon mal was übersehen habe, was auch immer. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Leute.